CDU/CSU. Verehrtes Präsidium, auch wenn die Opposition aus zwei Parteien besteht, also man sollte in der Argumentation sich dann schon einig sein, wenn man sich gegenseitig beklatscht. Also wenn von Seiten der Grünen gesagt wird, da gibt es kaum Verbesserungen, aber alles wird schlechter. Da droht die große Sahelzone. Ein reines Spargesetz. Dann klatschen Sie von den Linken. Und wenn dann von der Linken jemand aufsteht und sagt, und hier beschweren sich die Kommunen und die Länder, dass sie mit den Verbesserungen, die sie finanzieren müssen, vom Bund im Regen stehen gelassen werden. Ja, was haben sie denn jetzt? Dann klatschen die Grünen auch die linke Argumentation. Das heißt, gibt es jetzt Verbesserungen oder gibt es die Verbesserungen nicht? Wenn es Verbesserungen gibt, dann werden die finanziert. Und was die Finanzierung angeht, da sind zwei Dinge eindeutig auch thematisiert worden. Das eine, der Bund gibt zusätzlich 700 Millionen Euro ab 2020 jedes Jahr für Verbesserungen über das Bundesteilhabegesetz. Herr Kollege Schumacher, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Rüffer? Ja, aber selbstverständlich. Aber Sie haben eben geklatscht, als es darum ging, was machen wir mit den Verbesserungen, warum müssen die Verbesserungen von den Ländern alleine finanziert werden? Nehmen Sie den anderen, genau. Der gibt schon ein rotes Farbsignal. Ja, damit. Wunderbar. Wunderbar. Herr Schumacher, es war ja ein netter Versuch, aber nehmen Sie doch zur Kenntnis, dass im Koalitionsvertrag gestanden war, dass die Kommunen um 5 Milliarden zu entlasten seien bei der Eingliederungshilfe. Das haben Sie immer wiederholt. Bei der Eingliederungshilfe Entlastung von 5 Milliarden. Und das hatte nichts damit zu tun, das Gesetz oder der Entwurf zum Gesetz liegt uns ja erst heute vor, dass Verbesserungen irgendwie mehr Geld kosten würden, sondern der Hintergrund ist doch, dass es eine strukturelle Ursache der Mehrkosten innerhalb der Eingliederungshilfe gibt. Und das liegt schlicht an den steigenden Fallzahlen. Und das hat viel mit dem demografischen Wandel zu tun. So, das heißt, wenn wir über 5 Milliarden damals geredet haben, da ging es schlicht nicht um Verbesserungen, sondern es ging darum, die Aufwendungen, die Länder und Kommunen zu leisten hatten, dann auch gewährleistet werden und unterstützt werden sollten vom Bund. Sehen Sie das auch so oder worüber reden wir jetzt hier? Ich denke, das wird auch Ihre Zwischenfrage sein. Ich wollte den zweiten Teil dann auch gleich anführen, nach den 700 Millionen, die der Bund zusätzlich dann jährlich ab 2020 finanziert und die Länder und Kommunen entlastet. Und wir haben auf Bitten der Länder und der Kommunen ebenso vereinbart von Seiten des Bundes, dass die 5 Milliarden Euro Entlastung nicht über die Eingliederungshilfe läuft, weil das wären dann in Bayern die Bezirksregierungen, das wären die Kommunen, die 44 in Baden-Württemberg, das wären die Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen, das wäre dann im Saarland die Landesregierung. Das heißt, man trifft nicht die Kommunen. Aber die 5 Milliarden sind dafür vorgesehen. Und deshalb gibt es die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, die sollten Sie von Ihrem Ministerpräsidenten auch kennen, dass diese 5 Milliarden Euro Entlastung in 2018 laufen werden, und zwar über Kosten der Unterkunft, über Grundsicherung und über Umsatzsteuerpunkte. Das heißt, die Länder, Kommunen bekommen die 5 Milliarden Euro Entlastung. Und meine Erwartung ist, dass Sie, Kollegin Rüffer, auch dafür kämpfen, so wie wir 700 Millionen Euro zusätzlich in die Eingliederungshilfe geben, dass Sie mit dafür sorgen, dass auch von den Ländern mindestens und in Kommunen 10% ihrer Entlastung in 2018 von 5 Milliarden Euro in die Eingliederungshilfe weitergeleitet wird. Dafür kämpfen wir miteinander. Das müsste unsere Zielsetzung sein. Herr Kollege Schumacher, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage der Kollegin Quellmann? Ja, wenn es nicht zu verhindern ist. Können das entscheiden? Dann fragen Sie. Herr Schumacher, das ist sehr nett von Ihnen, dass Sie das zulassen. Mein Verständnis von Opposition ist,
dass mein Wunsch ist, der Stimme der Menschen draußen, die Kritiken haben, an einem Gesetz auch eine Stimme zu geben. Und ich finde, das ist das, was die Grünen gemacht haben und das, was wir als Linke gemacht haben. Und was ich Ihnen auch noch sagen möchte, ich komme aus Niedersachsen. In Hannover demonstrieren derzeit 8000 Menschen auf dem Opernplatz und zeigen uns hier nach Berlin die rote Karte, weil sie mit vielen Punkten nicht einverstanden sind. Von daher finde ich, ist das kein Anlass, alles zu loben, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle gut ist, sondern es kommt doch darauf an, die Kritiken auch ernst zu nehmen und sie auch entsprechend aufzugreifen. Von daher ist meine Frage, sind Sie denn bereit, das wahrzunehmen, dass so viele Menschen auch außerhalb dieses Parlaments so große Kritiken haben an der Geschichte, um dann entsprechend die Kritiken aus allen Richtungen aufzugreifen und dann entsprechend nochmal nachzubessern? Liebe Kollegin, ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Sätze geäußert und habe mir das parlamentarische Recht genommen, die Debatte, die ich mitverfolgt habe, zwischen Rot, also ganz Rot und Grün, als Oppositionsparteien zu bewerten. Das waren meine ersten 3, 4 Sätze. Jetzt habe ich Zwischenfragen beantwortet, bin ich gerne dazu bereit. Ich sehe auch Kritikpunkte. Und ich würde auch ganz gerne, was Inhalte angeht, jetzt auf die Inhalte kommen, wenn Sie mich denn so lassen. Von daher, ich sehe auch Punkte, die ich inhaltlich mit Ihnen diskutieren möchte. Dafür gibt es das parlamentarische Verfahren. Und ich bin dankbar und froh, dass dieses parlamentarische Verfahren jetzt gestartet wird. Und dass auch die Inklusion, die Teilhabe behinderter Menschen mal raus ist aus den Spartenthemen hin im Zentrum der politischen Auseinandersetzung. Mit allen Demonstrationen und Konflikten, die damit verbunden sind. Dafür bin ich stolz. Das ist richtig so. Und das zeigt, dass Inklusion in der politischen Gesellschaft auch angekommen ist. Und nun zu dem bestgehütetsten Geheimnis der letzten Jahre in der Sozialpolitik. Also was müssen wir für ein tolles, aktuelles Recht haben, Teilhabe behinderter Menschen in der Gesellschaft? Hat man mir bis vor einem Jahr noch weitgehend verschwiegen. Aber wenn ich höre, dass alles das, was im Bundesteilhabegesetz zur Verschlechterung führt, dann muss ja die Konsequenz sein, es ist heute alles so ungeheuer positiv. Das ist, glaube ich, etwas, was mir niemand unterzeichnen wird und wo auch eine klare Differenzierung sein muss. Was sind Verbesserungen und wo gibt es Punkte, die wir miteinander zu diskutieren haben? Und wenn es bisher so ist, dass bei den Einkommen derer, die erwerbstätig sind, nur bei hohem Assistenzbedarf, nur der doppelte Hartz-IV-Satz plus ein Zuschuss zum Wohnen frei geblieben ist am monatlichen Einkommen, dann ist, glaube ich, die Freistellung eines Jahreseinkommens von 30.000 Euro etwas, wo ich sagen kann, weitgehend über 90% der Betroffenen eine Verbesserung. Und wenn es bisher so war, dass als Vermögen nur angespart werden durfte bei Erwerbstätigkeit behinderter Menschen mit Assistenzbedarf und Hilfebedarf, 2.600 Euro. Und es wird nun in der Zielsetzung bis 2020 verbessert auf 50.000 Euro. Na, dann ist das wohl eine klare Verbesserung, selbst wenn ich mehr gefordert habe. Aber das ist eine klare, eindeutige Verbesserung. Und wenn was uns insgesamt auch wichtig war und auch von den Menschen immer wieder eingebracht wurde, die betroffen sind, dass man endlich mal das faktische Heiratsverbot beseitigt und die Ehepartner als Gruppe oder bei anderen Partnerschaften dann auch mal außen vor lässt bei der Mitfinanzierung, dass eben Liebe und Armut nicht mehr Hand in Hand gehen in der Eingliederungshilfe, dann ist auch diese Maßnahme eine zentrale und wesentliche Verbesserung. Dass bei den Themen Zugang zur Eingliederungshilfe es richtig ist, von einer Defizitbewertung, medizinische Diagnose zu wechseln und definiert die neuen Lebensbereiche nach der Weltgesundheitsorganisation, Mobilität, Kommunikation und schaut dann, dass man und sieht, dass eben Behinderung entsteht durch im Menschen angelegte Verhaltensweisen, Möglichkeiten in Wechselwirkung mit dem Lebensumfeld, dann ist das, glaube ich, etwas, was im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention ist, diesen Systemwechsel zu vollziehen. Aber meine Frage ist dann auch,
da sind wir dann bei kritischen Punkten, und Astrid Freudenstein hat das ja auch ausgeführt, wie kommt man auf 5? Also 5 ist, kann man mathematisch erklären, fachlich, denke, da werden wir noch prüfen müssen, da müssen wir miteinander überlegen, wie wir das inhaltlich und sachlich so organisieren, dass nicht am Anfang der Systemwechsel steht und man schaut mal, was passiert, sondern, wie es auch im Gesetz angelegt ist, dass man das jetzige System weiterlaufen lässt und dann nach 3-4 Jahren, wenn das neue System erprobt ist und valide Zahlen vorhanden sind, dann der Systemwechsel vollzogen wird. Da finde ich, da ist es richtig, dass man sagt, hier dürfen keine Experimente gemacht werden, da müssen wir miteinander vernünftige Lösungen auch entwickeln. Abgrenzungsproblematik, Pflege, die sich neu aufstellt, eine aktivierende Pflege zur Eingliederungshilfe ist ein Thema, das wir intensiv im parlamentarischen Verfahren erproben werden. Und mehrere, von der Ministerin angefangen bis hin zu Astrid Freudenstein und Kerstin Tack, haben gesagt, auch bei der gemeinsamen Leistungserbringung wird niemand aus seinem privaten, intimen Wohnumfeld herausgedrängt. Das wird auch klargestellt werden. Also dass hier ein Zwangspudeln dazu führen könnte, dass man verdrängt wird aus seiner selbstständigen Haushaltsführung, wird überhaupt nicht passieren. Und das ist auch etwas, was wir klarstellen werden. Und wenn wir über Kostendynamik reden, dann ist es heute so, wir haben jedes Jahr nach wie vor 15.000 neue Werkstattplätze in Deutschland, die finanziert werden. Und davon 13.000 Werkstattplätze zusätzlich aufgrund psychisch behinderter Arbeitnehmer vom ersten Arbeitsmarkt. Allein das ist eine Kostendynamik in der Eingliederungshilfe bundesweit von etwa 250 Millionen Euro. Und wenn man mal schaut, die Kostendynamik psychischer Erkrankungen in den Unternehmen, in der Alterssicherung, 42,4% aller Frühverrentungen aufgrund psychischer Erkrankungen aus den Betrieben, aus den Verwaltungen, dann geht das in die Milliarden. Und deshalb ist es wichtig, dass auch im engen Verbund mit dem Bundesteilhabegesetz auch die schwerbehinderten Vertretungen in den Betrieben und Verwaltungen gestärkt werden. Weil sie Co-Manager sind, weil sie wissen, wie Humanisierung der Arbeitswelt aussieht, weil sie wissen, wie nach chronischen Erkrankungen Eingliederungsmanagement in den Unternehmen wieder stattfinden können, weil sie wissen, wie Integrationsabteilungen in den Betrieben aufgebaut werden können und weil sie wissen, wie mit einem Frühwarnsystem gegen Burnout und gegen entsprechende gesundheitliche Nachteile das wichtigste Potenzial in den Betrieben und Verwaltungen der Mensch auch gesichert werden kann mit seiner produktiven Kraft. Deshalb wollen wir die Schwerbehindertenvertretungen stärken, auch im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes. Und die Schwerbehindertenvertreter sagen mir noch jetzt am Montag bei der IG Metall immer drei Dinge, die wir beachten sollten. Das eine ist, gib uns mehr Zeit. Es wird immer komplizierter. Die Mitarbeiter werden älter und krankheitsanfälliger. Und deshalb ist es gut und richtig und wichtig, dass eben die Freistellungsregelung von 200 anerkannt schwerbehinderten Mitarbeitern in den Betrieben, Verwaltungen auf 100 massiv verbessert wird. Und gib uns mehr Zeit bedeutet auch, dass wir eben die Vertrauensleute entlasten bei den Verwaltungsaufgaben, wenn eine Kur beantragt werden muss, wenn entsprechende auch bürokratische Aktivitäten zu organisieren sind, dass wir hier auch eine Verwaltungsfachkraft, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter organisieren wollen, die dafür sorgt, dass die Vertrauensleute stärker bei den Menschen in den Betrieben unterwegs sind und weniger in der Verwaltung tätig sein müssen. Das ist in dem Gesetz verankert. Und das Zweite ist, gib uns mehr Zeit, lass uns nicht allein. Wir wollen nicht nur Einzelkämpfer sein, wir wollen auch im Team arbeiten können. Auch die stellvertretenden Schwerbehindertenvertreter, auch die anderen Vertrauensleute sollen differenziert Aufgaben übernehmen können, sollen Qualifizierungsmaßnahmen besuchen können und sollen dann auch in der Lage sein, im Team diese schwierige Aufgabe im Interesse des Unternehmens und der Wirtschaft zu leisten. Und zum Dritten, nehmen wir uns ernst, das heißt, dass die Informationsrechte, die Schwerbehindertenvertretungen haben, dass die auch genutzt werden, dass man miteinander redet, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Da geht es nicht um Mitbestimmung, es geht um reine Information. Bevor jemand früh verrentet wird, sollte man miteinander im Betrieb überlegen, wie kann durch Eingliederungsmanagement auch nach chronischen Erkrankungen die Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt werden. Und das
belastet die Wirtschaft nicht, das entlastet die Wirtschaft, weil wir das Potenzial, das wir haben, die Menschen in den Betrieben halten. Und dafür sorgen in besonderer Weise die Schwerbehindertenvertretungen. Und deshalb ist auch das uns ein zentrales Anliegen. Es ist kein Knopfdruck, den wir jetzt haben. Und ab morgen, Bundestagsgesetz, die Welt ist schön. Aber es wird anders sein als 2001. Das Sozialgesetzbuch 9 wurde formuliert und 15, 16 Jahre herrschte Stillruhe der See. Jetzt wird ein Prozess gestartet. Und der Prozess muss in die richtige Richtung gehen. Es darf keine Verschlechterungen geben. Es muss Verbesserungen geben. Es werden aber nicht alle Wünsche am Ende des Tages dann erfüllt sein. Aber natürlich können wir das, was wir miteinander parlamentarisch bewegen, nur an dem bewerten, was heute real an Teilhabe möglich ist. Und nicht an den Wünschen, die man sich alle vorgestellt hat, die man natürlich auf 1000 Seiten zusammenfassen kann, aber die auch politisch, parlamentarisch nicht in einem Gesetzentwurf zu erfüllen sind. Aber der Prozess wird starten und er wird auch in der nächsten Legislaturperiode fortgesetzt werden. Damit sind wir am Ende.